Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kent Follett's Die Säulen der Erde. Hier ist Sabine die Cat. Philipp, was ist? Was ist? Okay, wir haben ja noch nichts. Bitte entschuldigt mich. Natürlich. Kann ich mit dem Hintern noch quatschen? Nee. Geschaffen für den König. Morgen wird der König seine Entscheidung verkünden. Bis dahin werden sie einen einfachen Mönch wie mich nicht in die Feste lassen. Das ist auch wieder klar. So, schauen wir mal, wo wir da hin müssen. Ah, da geht's weiter. Okay, hier rüber. Kann ich mit irgendjemandem quatschen? So viele Farben. Ritter aus ganz England. Und sicher auch aus der Normandie. Bartholomäus und seine Leute wären nur die erste Welle gewesen. Robert von Gloucester läuft noch frei herum und er wird angreifen. Das sagst du immer. Und wahrscheinlich nur, weil der König gern hört, dass du seine Sorgen wegen Robert von Gloucester teilst. Robert von Gloucester will seine Schwester auf dem Thron sehen. Er wird angreifen. Und die Waliser werden an seiner Seite kämpfen. Ihr werdet noch an meine Worte denken. Wir haben die Bibel. Könnt ihr mal. Sie scheinen den Kampf herbeizusehnen. Ich werde für sie beten. Tu das. Tu das, tu das, tu das. Andere Seite des Hofs? Gehen wir mal rüber, schauen, was da los ist. Wie konntest du sie entwischen lassen? Diese kleine Ratte. Ich werde sie finden, Mutter. Sie war hier? Warum? Um ihren Vater zu sehen, natürlich. Aber das wird ihr nicht helfen. Sie hat dich schon einmal zum Narren gemacht. Das darf nicht nochmal passieren. Nein, Mutter. Guten Tag. Kommt ihr, um jemanden in meinem Kerker zu besuchen, Vater? Oder wollt ihr euch selbst eine schöne, warme Zelle aussuchen? Hüte deine Zunge. Oh, das war nur ein Scherz. Ja, seht ihr, ein Lächeln. Nur für euch, Vater. Er hat ein gewinnbringendes Lächeln. Frevler gehen allenthalben einher, wo Gemeinheit herrscht unter den Menschenkindern. Okay, dann muss ich wohl mit den Hemleys reden. Die hat die Hosen an, mit der red mal. Mönch, es wurde auch Zeit, dass ihr auftaucht. Regan Hemley? Wir sind einander noch nicht vorgestellt worden. Ihr seid ein Narr. Reicht euch das als Vorstellung, Mönch? Ihr habt keine Ahnung, was hier vor sich geht, was? Ihr scheint nie einen Fuß aus eurer kleinen Priorei herausgesetzt zu haben. Wie kann ich euch helfen, Lady Hemley? Wie könnt ihr euch von diesen beiden gierigen Bischöfen so benutzen lassen? Walleran will die Ländereien der Grafschaft für sich selbst. Henry weiß das. Sagt doch was. Ihr glaubt mir nicht, Mönch, oder? Ihr macht euch nur Sorgen um die Ländereien eures Mannes. Selbstverständlich tue ich das. Und ihr solltet euch auch sorgen. Wenn Walleran gewinnt, verlieren wir beide. Ich weiß, dass ihr mir nicht traut. Könnt ihr das alles irgendwie beweisen? Reitet mit meinem Sohn, William. Nur ein paar Stunden. Ich werde euch beweisen, dass Walleran euch hintergeht. Einverstanden. Ich werde mit eurem Sohn reiten. Und sei es nur, um euch zu beweisen, dass an euren Unterstellungen nichts dran ist. Sehr gut. Vielleicht seid ihr doch kein so großer Narr. Aber gebt Acht, dass die Bischöfe euch nicht sehen. William? Was? Reite mit Vater Philipp. Tu, was ich dir aufgetragen habe. William, barfuß. Okay. William Hamley weigerte sich, mir zu sagen, wohin wir ritten. Er genoss es, mich im Dunkeln zu lassen und zwang mich, ihm nachzureiten. Manchmal trieb er sein Schlachtroß so schnell voran, dass es mir schwer fiel, aufzuschließen. Aber früher oder später wartete er immer hinter einer der nächsten Wegbiegungen auf mich. Einmal stand er da und urinierte gegen einen Felsen.
Als ich zu ihm aufschloss, drehte er sich um, ohne sich zu bedecken. Ich muss ziemlich entgeistert reingeschaut haben. Er lachte und stieg wieder auf, gab seinem Pferd die Sporen und ritt weiter. Wieder folgte ich ihm, in der Hoffnung, dass diese Reise nicht ein weiterer schrecklicher Fehler gewesen war. Okay, schließe zu William auf. An einer Brücke fand ich William bei einer Gruppe von Wäscherinnen. Er schrie ihnen etwas zu. Als ich ankam, konnte ich ihre Antworten hören. Sie sagten, sie hätten kein Mädchen oder einen Jungen gesehen, auf die seine Beschreibung passte. Eine jüngere blonde Frau meinte, selbst wenn sie das Mädchen gesehen hätte, würde sie es ihm nicht sagen. Anscheinend hatte sie von William Hamley gehört. William packte die überraschte Frau am Arm. Er schob die rechte Hand unter ihren Rock. Sie begann zu weinen. Die anderen Frauen baten William aufzuhören, aber hatten Angst, ihn zu erzürnen. William drehte sich um und grinste, als er mich näher kommen sah. Na dann, sitz auf. Als er meine Worte hörte, schwand Williams Grinsen. Er stieß die junge Frau fort. Die anderen Frauen sahen mich seltsam an. Sie fragten sich wohl, warum ein Mönch mit solch einem Mann wie William unterwegs war. Wir ritten weiter, und William warf mir einen gehässigen Blick zu. Ich sagte ihm, ich bemitleide ihn. Ich sagte ihm nicht, warum, weil ich keine Worte dafür hatte. Danach sprachen wir lange Zeit nicht mehr miteinander. Unterwegs redete William mit weiteren Leuten. Zuerst dachte ich, er würde nach dem Weg fragen. Dann bemerkte ich, dass Geld den Besitzer wechselte. William bezahlte diese Leute für Informationen. Ich war froh, dass er das Interesse daran verloren hatte, anderen weh zu tun. Dann sah ich, wie eine alte Frau William zu einem bärtigen Mann auf einem Pferd wies. William nannte den Mann einen Pferdedieb. Dann grinste er und deutete dem irritierten Mann, auf sein Pferd zu steigen und mit ihm zu reiten. Sie ritten schneller und schneller und ich konnte nicht hören, worüber sie sonst noch redeten. Okay, jetzt können wir Distanz halten oder versuchen, mehr zu hören. Ich würde gern mehr hören. William drohte dem Mann damit, ihn zu hängen, weil er sein Pferd gestohlen habe, wenn er ihm im Austausch für sein Leben nicht helfen würde, die wirklichen Diebe aufzuspüren. Der Mann lachte, als hätte er ein gutes Geschäft gemacht. William gab ihm sogar Geld. Bevor der Mann nordwärts davonritt, nannte William einen Namen, Aliena. Und ich betete darum, dass Williams Plan, wie immer er lauten mochte, fehlschlagen möge. Dann winkte mir William, schneller zu reiten. Ich vermutete, dass wir uns dem Ort näherten, den Lady Hamley im Sinn gehabt hatte. Und wenig später drehte sich mir der Magen um, als mir klar wurde, was genau unser Ziel war. Der Bischofspalast. Interessant. Palast von Bischof Valoran Bigwood. Wartet. Was? Ihr wisst genau, dass Bischof Valoran jetzt in Winchester ist. Was also sollen wir hier? Keine Ahnung. Mutter sagt mir nie was. Die behandelt Pa und mich wie kleine Kinder. Es ist ein Wunder, dass Pa sie je gevögelt hat. Aber jetzt sind wir hier und ich hab Hunger. Hunger wie ein Wolf. Wohin geht ihr? Da rein. Nein. Ich bin sicher, der Bischof würde mich nicht hungern sehen wollen. Wir reiten bald zurück. Also, was du auch tun musst, beeil dich. Wie kann ich euch helfen? Tritt einen Schritt beiseite. Warum hat Dragon Hamley uns hergeschickt? Was ist Valorans Geheimnis?
Wir haben das letzte Mal da ein Palpflöchchen geklaut. Ist noch was übrig? Kann ich eigentlich jetzt ein bisschen umhermarschieren und mich nochmal umschauen? Das letzte Mal bin ich ja nirgends rausgekommen. Oh, diesmal geht's. Da ist was. Der Nebel ist zu dicht. Können wir da hingehen? Was ist das? Eine Baustelle auf jeden Fall. Valorant hat eine eigene Baustelle. Was baut er hier? Wie im Pferdestall schaut das auf jeden Fall nicht aus. Okay, da kann ich nicht weiter. Und noch die Bibel. Können wir die daran noch anwenden? Der Herr ist die Kraft meines Lebens. Vor wem sollte mir bangen? Vom Bischof auf jeden Fall und vor dem komischen Hemmleder. Mach zu, dass keiner mitkriegt. Okay, also da hinten ist was Größeres im Gange. Sieht wild und nervös aus. William hat vergessen, die Satteltasche zu schließen. Oh, oh. Okay, ein Brief aus Williams Satteltasche. Brief vom Januar 1136, William. Deine Sorgen sind äußerst verständlich. Töten ist eine Sünde und auf alle Sünder wartet die Hölle. Aber wie kann Töten eine Sünde sein, wenn ein Leben dafür genommen wird, Gott und die Kirche zu schützen? Ich zieh mal ein bisschen runter. In einem heiligen Krieg dergleichen werden Männer wie du zum Schwert Gottes, so wie auch die tapferen Ritter auf ihren Kreuzzügen ins heilige Land. Ihr Glaube ist ihre Rüstung und ihre Sünden vergeben. Du bist das Schwert Gottes und als Bischof bin ich seine Hand. Solange die Hand das Schwert führt, werden alle Sünden verziehen. Bischof Warren Bigood. Aha. Gut, da kann ich auch nicht weiter. Braves altes Mädchen. Was machen wir hier? Wieso frage ich dich? Du tust nur, was man dir sagt. Der Gerechte sorgt für das Wohl seiner Tiere. So, ich glaube, wir haben alles. Hat uns der jetzt zugeschaut, Tom? Hallo, lange nicht gesehen. Nichts, was verborgen ist, bleibt verborgen. Und alles, was geheim ist, wird ans Licht kommen. Können wir ihn mit dem Bauwerk da kommen? Was da draußen im Bau ist, wird noch größer werden als dieser Palast. Komm schon. Was da draußen im Bau ist, wird noch größer werden als dieser Palast. Ihr, bitte. Ihr wart schon einmal hier, nicht wahr? Ja, ich erinnere mich an euch. Philipp, richtig? Ja. Bitte, ihr müsst mir helfen. Wow. Gemacht ist Bischof, da schaut's aus. Was ist geschehen? Er hat mich gezwungen, ihm aufzutischen. Er hat den Namen des Herrn missbraucht. Und er hat mich gestoßen und angefasst. Oh Gott. Ah, der Mönch. Hat der Junge euch gerufen? Also, hat er euch um Hilfe Er musste gar nichts sagen. Ich wusste, dass ihr uns Probleme machen würdet. Probleme? Ich? Wir sind junge Männer, ich und er. Und die raufen nun mal. Ich hatte euch gebeten zu gehen. Und das werden wir auch tun. Was wird der Bischof zu eurem Verhalten sagen? Hör zu, wir stehen alle auf derselben Seite. Tun wir nicht. Du, ich, er, wir arbeiten alle für den Bischof. Er wird mir nichts nachtragen. Manchmal werde ich eben grob. Na und?
Wir sind alle Männer Gottes. Naja, ich bin ein Mann. Ich weiß nicht, was ihr... Ihr seid ein Sünder. Na und? Das sind wir alle. Das sagt sogar der Bischof. Aber meine Sünden sind vergeben. Wieso meinst du das? Ich habe Earth's Castle für ihn eingenommen. Eure Eltern sind gegen Bartholomäus vorgegangen, weil sie seine Grafschaft wollten. Was sie wollen, interessiert mich nicht. Ich habe Bartholomäus Männer getötet. Der alte Mann hat um sein Leben gebettelt. Auf den Knien hat er mich angefleht. Ich hab's für den Bischof getan. Aber hey, ihr habt sicher auch viel für ihn getan. Glaubt ihr, mein Vater hätte Earl's Castle erobert? Er ist zu fett, um sein Pferd zu reiten. Ich bemitleide euch. Fangt ihr schon wieder damit an? Ihr bemitleidet mich? Ihr tut mir leid. Du bist kein Mann. Und er da auch nicht. Wir sind Männer Gottes. Ein Mann tötet. Und ein Mann fegt. Und niemand behandelt mich von oben herab. Niemand! Ich weiß, dass ihr mich und die Hure am Fluss gesehen habt. Ich hätte die Frau gevögelt, wenn ihr nicht gekommen wärt. Und was hätte das bewirkt? Sie hätte ihre Lektion gelernt. Und denkt ihr, ich hätte nicht bemerkt, wie ihr mich und den Pferdedieb belauscht habt? Ich sollte euch dafür töten. Das sollte ich. Ich sag euch was. Ich werde Bartholomäus Hurentochter vögeln. Ich werde sie richtig rannehmen. Ich bin ein Mann. Verdammt, ich würde sogar den Jungen da vögeln, wenn das nötig wäre, um ihn klein zu kriegen. Er sieht sogar aus, als könnte es ihm gefallen. Uff. Oh mein Gott, das ist ein Arsch. Du bist kein Mensch. Du bist ein Tier. Oh, ich bin ein Mensch. Aber ja, in mir steckt ein Tier. Das will jagen und töten. Ich habe es für den Bischof entfesselt. Meine Sünden sind vergeben. Nicht einmal Gott würde diese Sünden vergeben. Ha! Natürlich würde er das. Er hat's schon getan. Der Bischof hat's mir gesagt. Dann lügt der Bischof. Hey, wir stehen auf derselben Seite. Jetzt werden wir noch ein bisschen bleiben. Ich bin noch nicht fertig mit dem Fraß hier. Scheiße. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Was heißt das? So steht's in der Bibel. Das jüngste Gericht. Der zweite Tod der Sünder. Bischof Walleran sagt, wenn ein Sünder in eine Flamme blickt, starrt der Teufel zurück. Aus dem feurigen Pfuhl. Was? Ich kann ihn nicht sehen. Ich auch nicht. Wie soll er aussehen? Der Becher des Bischofs. Willem hat Wein über den ganzen Tisch verschüttet. Ein fettiger Teller. Willem hat ihn anscheinend weggeworfen. Müssen wir jetzt alles hier wegnehmen? Okay. Willem hat das Messer in den Tisch gerammt. Was, wenn der Bischof das sehen würde? Sünder, umgeben von Schlangen, gequält vom Leibhaftigen. Und man wird sie in den Feuerofen werfen. Da wird Heulen und Zähneknirschen sein. Was? Die Hölle. Es ist eine Darstellung der Hölle. Ich habe euch schon früher einmal von Himmel und Hölle erzählt. Erinnert ihr euch? Natürlich. Der Herr Bischof hat gesagt, das Relief erschreckt sogar die gottlosesten Besucher. Sie alle fürchten den Tod. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten. Fürchtet euch vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann. In der Hölle
Wer ist das? Der Teufel. Ein gefallener Engel. Ich fürchte mich vor gar nichts. Die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner. Ihre Seelen sind des Teufels. Sie kommen alle in die Hölle. Hört auf! Die Hölle ist weit weg. Ich habe keine Angst. Ist so schade aus. Sagt mir, was wird da draußen gebaut? Was? Da ist etwas Größeres im Bau, wie es scheint. Ja, aber... Was ist es? Eine Burg. Der Herr Bischof baut eine Burg. Interessant. Wellen baut ein Schloss und hat kein Baumaterial mehr übrig. Eine Burg? Warum eine Burg? Ich weiß es nicht. Es steht mir nicht an, den Herrn Bischof zu hinterfragen. Natürlich. Und ich bezweifle, dass es euch ansteht. Es ist so pissig, was? So, Kompare. Wir sollten gehen. Ich bin hier noch nicht fertig. Wir bleiben. Wenn der Bischof das hier sieht, wird er sicher entrüstet sein. Nein, nicht jetzt. Ich muss hier Ordnung schaffen. Okay, also müssen wir das wieder zurücklegen. Das sieht doch schon besser aus. Ja, leg's wieder rein. Jetzt legen wir alles runter, dann legen wir es wieder hin. Besser, ja. Gut, jetzt haben wir noch ein Achievement gekriegt. Gut, an dieser Stelle würde ich sagen, ich mache jetzt eine kurze Pause. Aufgeräumt haben wir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ich würde mich natürlich sehr freuen über ein Like. Vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke einzuschalten. Wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss.